So, da sind wir wieder zu einer weiteren Folge Factorio. Und einen Fehler noch gesehen gerade. Wir haben zu wenig Uranerz. Das bedeutet, unser Upgrade hat funktioniert. Das freut mich, dass das Upgrade funktioniert hat, dass ich zu wenig Uranerz habe. Das freut mich irgendwie nicht. Aber hey. So, wir platzieren jetzt die restlichen Messe. Hierfür habe ich endlich eine Produktion gebaut und habe ich Und ich habe für die Uranerzverarbeitung dafür gesorgt, dass diese Zentrifugen, habe ich ein paar im Inventar hier, dass die jetzt automatisiert hergestellt werden. Kurz zwischen den Folgen gemacht, während ich darauf gewartet habe, dass die hergestellt werden. Ist nichts Besonderes. Ich stelle mich mal einfach hier hin. Zeige ich euch kurz. Und zwar habe ich das erstmal provisorisch hier hingeklatscht. Tja, da werden jetzt ein paar hergestellt. Und hier habe ich in einem Modul, das frei war, habe ich die Nesten herstellen lassen jetzt. Und demnächst muss ich die Erforschung der Artilleriereichweite pausieren. Es sei denn, wir schaffen es schnell genug, hier die Verteidigung hochzuziehen. Das ist ja die neue 7. Ja, genügend mit haben sollte ich. Hier oben schon eingestellt, aber nie gebaut. So, und irgendwo funktioniert die Verbindung nicht. Das ist wahrscheinlich hier. So. Jetzt sorgen wir nochmal hier oben für ein bisschen Radarabdeckung. Ist da ein Nest entstanden? Ich breche ab. Da ist ein Nest. Oh. Und ich hatte vergessen, Munition zu besorgen.
Gut. Oder auch nicht. Dagegen müssen wir wohl was unternehmen. Nochmal einen größer angelegten Angriff hier. Ach, schönes Geräusch. Puff. Fährst doch bestimmt in die Basis. Den tue ich ja diesmal. Muss ich nicht laufen. Sehr gut. Ja. Greift ihr bitte mal an, danke. Ach, und Satelliten wollte ich mir ja nicht schnappen. Warum renne ich eigentlich immer durch die Ölfarbe? Ich kann mich einfach außen. Einen Satellit. Danke. So. Wenn ihr nicht wollt, dann helfe ich euch eben. Gut. Was wollten wir jetzt nochmal in der Basis? Atomrakete. Und normale Munition. Wovon wir endlich genügend haben und schwupp ist sofort alles voll. So, wir brauchen jetzt wohl ein paar davon.
Oh, dauert das lang gerade in der Herstellung. Mann. Ich denke, die werden erstmal ausreichen. So. Das mit der Mauer schaffen wir nicht. Würde ich mal behaupten, deswegen sage ich mal. Nö. Schieben wir dich mal nach hinten. So, das sollte die Produktion erstmal ausreichend erhöhen. Ja, und das Ding arbeitet, wenn es denn mal arbeitet, unter Volllast. Gucken wir mal ganz kurz, wie schnell das Ding arbeiten könnte. Hier zu und zack. Ja. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Obwohl, es könnte noch fast doppelt so schnell von mir aus arbeiten, sodass immer hier die Wissenschaftspakete gerade so hinterherkommen, das wäre lustig.
Ui, das dauert aber lange, damit du beginnst. Machen wir mal den Spaß, würde ich mal behaupten. Ja, das ist doch eine angenehme Geschwindigkeit. Würde ich jetzt mal so grob behaupten. Oh. Ja. Aber ich denke mal, so kann das Ding bleiben. Bei der Geschwindigkeit kommen alle anderen nicht mehr hinterher. Und hier staut sich's. Läuft. Das sind fast am Ende eine Folge. Eigentlich mit dem Mauerbau da anfangen, ne? Raketen habe ich auch nicht geholt. Ich habe nichts gemacht, was ich wollte. Yay! Ja, nee, das werden wir jetzt ändern. So, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Kümmern wir uns um andere sehr wichtige Dinge, zum Beispiel eine wirklich unbegrenzte. Waffenversorgung. Bauen wir mal was nicht konventionelles oder irgendwelche Blueprints aus irgendwelchen Foren, sonst was. Die macht man richtig.
So. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen still bin, aber ich muss überlegen, was ich hier mache. Ich war so ein bisschen. Vollkommen unkonventionell, sehr gut. So. Ich habe doch bestimmt wieder ein paar Geschwindigkeitsmodule, die ich übersehe. Damit entlasten wir hier diese Stelle hier. Und die hier schafft es locker. Eigentlich bräuchten wir es auch gar nicht zurücklaufen zu lassen. Das lasse ich jetzt einfach mal so. Das hier kann man bestimmt kleiner bauen, ich weiß. Aber wir sind jetzt erstmal am Ende einer Folge und in der nächsten Folge kümmern wir uns um den Bereich hier oben. Aber diesmal wirklich. Diesmal haben wir ja genügend von den Teilen dabei. Definitiv genug. In der Hoffnung, dass das jetzt hier nicht leer wird, aber wir haben ja die Produktion massiv hochgefahren. Das sollte schon passen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.